Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video gibt es nach langer Zeit wieder ein kleines Fragen- und Antworten-Video. Ich habe euch wie immer auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Fragen an mich habt. Auf Instagram heiße ich xlater, also falls ihr mir dort noch nicht folgt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Und jetzt habe ich mir einfach mal ein paar interessante Fragen rausgesucht und die werde ich dann heute in dem Video beantworten. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr sehr gerne auf den roten Abonnieren-Button klicken. Und wir starten einfach direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar, was sind deine Vorsätze für das Jahr 2020? Also generell ist es ja immer so ein Ding, ob man jetzt Vorsätze haben sollte oder nicht, denn man kann ja rein theoretisch an jedem Tag im Jahr einfach sein Leben ändern und sich neue Ziele setzen und Vorsätze setzen. Man muss ja jetzt nicht irgendwie bis Silvester oder Neujahr warten, aber ich habe tatsächlich so ein paar Vorsätze, es sind dieselben wie aus dem letzten Jahr, also die quasi einfach beibehalten und wenn ich es hinbekomme, einfach noch stärker und krasser durchsetzen. Das sind eben solche Sachen wie Sport und Bewegung in den Alltag zu integrieren. Damit habe ich Anfang 2019 gestartet und habe es auch das ganze Jahr über geschafft. Ich bin jetzt jemand, der 5-mal in der Woche ins Fitnessstudio rennt. Manchmal mache ich auch 2 Wochen gar keinen Sport. Manchmal mache ich in einer Woche 4-mal Sport. Aber es ist einfach trotzdem so, dass Bewegung mittlerweile ein Teil von meinem Leben ist. Und darüber bin ich sehr happy. Andere Vorsätze von mir waren zum Beispiel, den Konsum von tierischen Nahrungsmitteln stark einzugrenzen. Das habe ich auch das komplette Jahr 2019 gemacht und werde das auch 2020 weitermachen. Einfach aus Umweltgründen. Dann mehr Zeit für mich selber zu nehmen. Das habe ich 2019 auch sehr gut hinbekommen. Will ich 2020 auch schaffen. Und auch einfach mal Freundschaften zu pflegen. Das habe ich auch sehr gut letztes Jahr hinbekommen. Endlich mal in meinem Leben. Und damit möchte ich natürlich ab sofort einfach jedes Jahr weitermachen. Und einen Vorsatz habe ich mir ganz speziell für 2020 gesetzt. Und zwar, ich möchte mindestens einen kompletten Tag mal ohne Handy verbringen und nur mit Jonas. Ey, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Tag ohne Handy verbracht habe. Und das will ich echt mal hinbekommen. Bin gespannt, ob ich es schaffe. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Vorsätze habt. Ich glaube, bei ganz, ganz vielen wird das irgendwas im Bereich Ernährung oder Sport sein. Denn auf Instagram haben mir schon sehr viele etwas in die Richtung geschrieben. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr mir so schreibt. Und übrigens ist dieses YouTube-Video hier nicht das einzige, was heute von mir bzw. mit mir online gekommen ist. Denn es gibt noch ein weiteres auf dem YouTube-Kanal Like a Boss. Auf Like a Boss geht es rund um das Thema Ausbildung und da findet ihr ganz viele spannende und interessante Informationen. Und ich durfte einen Tag lang in einen Ausbildungsberuf reinschnuppern. Und zwar war ich Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Und was ich da so erlebt habe, das seht ihr eben in dem YouTube-Video. Ich verlinke euch auch den YouTube-Kanal Like a Boss in der Infobox und auch nochmal in der Infocard. Da könnt ihr euch das sehr gerne einmal anschauen. Und ich weiß, dass eben sehr viele von euch gerade in dem Alter sind, in dem eine Ausbildung in Frage kommen würde. Und es wäre auf jeden Fall wichtig, dass man sich da mal informiert. Denn eine Ausbildung hat sehr viele Vorteile. Eine Ausbildung ist deutlich praxisnäher als ein Studium und man kann auch direkt Geld verdienen. Ihr schafft mit einer Ausbildung aber auch eine Basis für eine Weiterbildung. Also um einfach noch ein Studium dran zu hängen. Ihr könnt eine Ausbildung auch mit Auslandsaufenthalten oder mit Auslandspraktikas verknüpfen. Und wenn ihr euch gut schlagt, dann habt ihr auch gute Chancen, beim Betrieb übernommen zu werden. Also so viel dazu. Wie gesagt, ihr findet den Kanal und das Video in der Infobox verlinkt. Nächste Frage ist, wie findest du TikTok? Ja, Leute, ich habe TikTok. Da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Ich heiße auf TikTok xlater. Also genauso wie hier auf YouTube. Früher hatte ich übrigens noch nicht den Namen xlater, sondern da hieß ich, glaube ich, Real xlater oder so, weil xlater vergeben war. Aber mittlerweile habe ich den Namen bekommen, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und ich lade tatsächlich auch ab und zu TikToks hoch. Also es lohnt sich wirklich, da vorbeizuschauen. Und ihr könnt mir da natürlich auch sehr gerne folgen. Ich glaube, wir sind da aktuell 340.000 oder so. Also würde mich freuen, wenn da noch so die ein oder andere Person von euch dazustoßen würde. Und ich habe auch vor, dort öfter TikToks hochzuladen. Ich lade halt einfach echt nur so absolut random Kram rum. Deswegen erwartet da jetzt nicht irgendwas Krasses, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß. Dann eine weitere Frage und zwar, wie weit seid ihr jetzt schon bei der Hochzeitsplanung? Übrigens trinke ich die ganze Zeit meinen Tee. Das ist eine Crazy Cat Lady Tasse, die hat Ellie mir geschenkt. Also, wir heiraten ja dieses Jahr und es ist schon einiges geplant und final. Also ich habe beispielsweise mein Brautkleid. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß es natürlich schon längst. Da hatte ich euch auch ein bisschen mitgenommen zu noch weiteren Brautkleid-Anproben. Ihr findet auch nochmal das Highlight Bride2B auf meinem Instagram-Account. Da könnt ihr auch einfach draufklicken. Ich glaube, da sind noch so ein paar Impressions auch gespeichert. Und ja, das steht auf jeden Fall fest. Dann haben wir auch schon die Ringe. Dazu gibt es ja auch ein YouTube-Video. Falls ihr das verpasst habt, dann findet ihr das eben auf meinem YouTube-Kanal. Die Location oder auch Locations. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Die stehen auch schon fest. Die Einladungskarten stehen dank euch fest. Die habt ihr nämlich abgestimmt. Ich habe da die ganze Zeit zwischen 2 Favoriten geschwankt und ihr habt mir das dann am Ende relativ gut abgenommen. Also ihr habt euch da einfach eindeutig für etwas entschieden und jetzt finde ich es irgendwie auch schöner und jetzt nehmen wir das. Aber die Einladungskarten sind tatsächlich noch nicht verschickt. Das ist noch
nicht erledigt. Aber die meisten wissen schon das Datum. Und ansonsten stehen noch andere Sachen fest, wie zum Beispiel, wer mir die Haare macht bei meiner Hochzeit etc. Ich wollte ja eigentlich immer Haare und Make-up bei meiner Hochzeit selber machen, aber mittlerweile möchte ich einfach nur an dem Tag so wenig wie möglich machen müssen und einfach nur genießen. Deswegen habe ich mich dann doch entschieden, lieber Haare und Make-up professionell machen zu lassen. Also höchstwahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht. Ja, und was definitiv noch fehlt, ist zum Beispiel der Anzug von Jonas. Ich brauche auch noch Brautschuhe, da werde ich euch auf Instagram fragen, das werdet ihr wieder bestimmen. Und was mir auch noch fehlt, ist eine heftig talentierte Dekorateurin oder wie man das auch immer nennt, für die Location, in der wir heiraten. Weil ich will irgendwie eine richtig süße Deko haben und ich bin selber unglaublich untalentiert und habe auch gar nicht irgendwie so die Vorstellung. Und deswegen brauche ich da irgendjemanden, der das echt gut beherrscht. Falls ihr da jemanden kennt, dann schreibt mir das sehr gerne auf Instagram. Eine weitere Frage ist, wird man dein E-Book irgendwann auch mal im Laden kaufen können? Nein, mein E-Book wird ein E-Book bleiben, so wie es aussieht. Also sehr wahrscheinlich. Es ist absolut nicht geplant, das irgendwie nochmal richtig zu drucken, sondern einfach immer digital zu lassen. Falls ihr das Ganze hier verpasst habt und gar nicht wisst, worüber ich rede, ich habe ein eigenes E-Book geschrieben. So sieht das aus. Figurprobleme, nein danke. 7 Schritte zu einem tollen Körpergefühl. Und das ist quasi eine Mischung aus faktenbasiertem Wissen und persönliche Erfahrungen rund um das Thema Fitness, Ernährung, Körpergefühl, Körperfiguren. Und nein, das ist kein klassischer Abnehmratgeber oder sowas in der Art, sondern das ist eine Step-by-Step-Anleitung zu einem besseren Körpergefühl. Und wenn ihr das lest, dann versteht ihr auch, was meine Intention damit ist. Und in diesem Buch hängt einfach so viel Liebe und Arbeit. Und ich bin echt unglaublich stolz darauf und vor allem so happy über all eure Nachrichten, die ich zu dem Buch erhalten habe. Das macht mich wirklich so stolz und glücklich, dass der Sinn, der eben dahinter steckt, bei euch angekommen ist und meine Intention, die ich einfach damit hatte und warum ich dieses E-Book überhaupt geschrieben habe. Und ja, da bin ich einfach sehr happy mit und mir lag das einfach schon so lange am Herzen, dass ich irgendwie mal was dazu veröffentliche und ich wollte das einfach nur so perfekt wie möglich machen und in einem perfekten Rahmen und deswegen habe ich eben ein ganzes E-Book dazu geschrieben. Genau, es kostet 2,79 € übrigens und es ist nur über den Link in der Infobox erhältlich, den packe ich euch da rein. Und auf Instagram findet ihr auch nochmal so ein Highlight-Bubble zu dem E-Book. Und ja, das Ganze kam wirklich heftig gut bei euch an, dass ich am Überlegen bin, ein weiteres E-Book zu schreiben. Da könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne immer Themenvorschläge und Themenwünsche schicken. Und ja, aber dafür brauche ich Zeit, weil Leute, das ist halt nichts, was man wie so eine Hausarbeit in der Uni mal eben so schnell schreiben kann, sondern das, ja, dafür brauche ich echt eine Menge Zeit, Muße und Liebe. Und zwischendurch mal eine richtig random Frage. Und zwar, kannst du uns nochmal deine Schlabberhose verlinken? Leute, ihr wisst gar nicht, wie viele das gefragt haben. Ich hatte euch die auch letztes Mal in der Story gezeigt. So sieht sie aus. Und es ist einfach die weicheste Schlabberhose für zu Hause zum Rumgammeln, die ihr euch nur vorstellen könnt. Und ich packe euch dann den Link zu ihr in die Infobox. Weil wirklich einfach immer so viel zum Thema Hochzeit gefragt wurde. Hier die nächste Frage. Und zwar, wird es einen Junggesellenabschied geben? Ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich gesagt hatte. Ich meine vielleicht schon, ich wollte keinen Junggesellenabschied. Ich weiß nicht, ich bin nicht unbedingt so der Fan davon. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendetwas wäre, was mich glücklich macht. Also das, was so der normale Junggesellenabschied ist. Und deswegen habe ich mich dagegen gewehrt. Vergeblich. Ich weiß mittlerweile, dass ich einen Junggesellenabschied bekommen werde. Aber wie ihr wisst, halten wir unsere Hochzeit ja sehr klein und privat. Und deswegen wird mein Junggesellenabschied auch sehr klein und privat ausfallen. Und ich habe darauf bestanden, dass ich irgendwie Tipps und Hinweise bekomme, weil ich einfach Überraschungen hasse und ich das dann einfach nicht genießen kann. Und es wäre ja trotzdem schon irgendwie cool und wichtig, wenn ich mich irgendwie darauf freuen kann und das genießen kann. Aktuell weiß ich leider noch gar nichts und habe noch keine Hinweise bekommen. Ich hoffe, das kommt noch. Denn tatsächlich könnte mein Junggesellenabschied bald schon jederzeit sein. Deswegen bin mal gespannt. Eine weitere Frage, die ich wirklich ganz spannend fand, war, welche Entscheidung hat dich bis jetzt am weitesten im Leben gebracht? Ich glaube, das sind wahrscheinlich ganz viele verschiedene kleine Entscheidungen, die zusammen addiert dann irgendwie etwas Großes verändert haben in meinem Leben. Aber wenn es jetzt wirklich nur eine einzige Entscheidung sein kann, die ich benennen soll, dann wäre es, glaube ich, dass ich mich dazu entschieden habe, relativ früh und relativ jung auszuziehen. Ich bin so mit 18, 19 ausgezogen, dann einfach in eine der schäbigsten Wohnungen in Köln.
würde ich es mal nennen. Quasi einen Tag nach dem Abi. Und ich finde, das hat mich einfach extrem weitergebracht. Ich habe es sehr zu Hause gemocht. Ich hatte ein wunderschönes Zuhause. Aber einfach früh auszuziehen, auch nicht dann in den geilsten Bedingungen zu wohnen und ja, auch komplett überfordert mit seinem Leben zu sein. Erstmal einen Haushalt zu schmeißen, zu kochen, sich irgendwie um sich selber zu kümmern. Hat mich aber trotzdem unglaublich weit gebracht und in einer unglaublich kurzen Zeit unglaublich wachsen lassen. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht so wäre, wie ich jetzt bin, hätte ich nicht damals diese Entscheidung getroffen. Und natürlich ist es unglaublich hart. Auf jeden Fall. Das sollte man auch überhaupt nicht unterschätzen. Von einem schön gepflegten Zuhause in irgendeine gammelige Mietwohnung, die einfach nur super günstig ist, irgendwo hinzuziehen und irgendwie jeden Tag aufs Neue versuchen, sein Leben irgendwie auf die Kette zu bekommen. Das ist nicht einfach, aber es hat sich für mich einfach absolut gelohnt. Und deswegen wohne ich jetzt seit 4 Jahren. Ja, mittlerweile, ja, noch nicht ganz. Ja, ungefähr 4 Jahre. Wohne ich jetzt nicht mehr zu Hause und ich feiere es sehr. Gab es in eurer Beziehung auch mal eine schwierige Zeit? Die Frage hatte ich eigentlich schon mal auf Instagram beantwortet. Also die Person, die mir diese Frage gestellt hat, schaut anscheinend nicht so häufig meine Stories. Auf jeden Fall, solche Infos erfahrt ihr da eben auch früher, vorab und ein bisschen ausführlicher. Natürlich hat man im Laufe einer Beziehung auch mal schwierigere Phasen. Jonas und ich hatten zum Beispiel auch eine schwierige Phase. Ich würde sagen, das war so nach dem Abitur, weil keiner von uns so wirklich wusste, was er im Leben machen möchte, was so der nächste Step ist. Man war halt irgendwie gerade mit der Schule fertig, man hatte irgendwie gerade frisch sein Abitur und dann stehen einem ja eben ganz viele verschiedene Türen offen, sagt man das so? Wege frei, keine Ahnung, ihr versteht, was ich meine. Was halt uns beiden wichtig war, war, dass jeder irgendwie seinen Weg findet und jeder genau das macht, was ihn selber glücklich macht. Und deswegen wollten wir es erstmal so unabhängig voneinander herausfinden. Und das hat dann erstmal jeder für sich herausgefunden. Und wir hatten jetzt keinen Streit oder sowas, aber es war dann trotzdem ein bisschen distanzierter als vorher, so würde ich es mal bezeichnen. Und eben dadurch eine schwierige Phase der Beziehung, weil halt jeder ein bisschen auf sich fokussierter war in dieser Phase. Und am Ende ist es halt eben dazu gekommen, dass wir beide in Köln gelandet sind. Als ich euch das auf Instagram erzählt hatte, haben ganz viele geschrieben, dass es wohl Schicksal war. Vielleicht war es das, auf jeden Fall. Ja, seitdem sind wir auch beide in Köln. Und ich sehe auch gar nichts Schlimmes in dieser schwierigen Phase in unserer Beziehung, weil es auch einfach etwas unglaublich Wertvolles war, weil jeder für sich weiß, dass das hier der richtige Weg ist und keiner irgendwie auf etwas verzichtet hat wegen der Beziehung und man deswegen auch nicht irgendwie dann ein Leben lang das Gefühl mittragen würde, irgendetwas Wichtiges im Leben verpasst zu haben. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst dem Video auch einen Daumen nach oben. Ihr könnt jetzt sehr gerne auf das i klicken für weitere Videos von mir oder ihr könnt euch eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Hier sind meine Social Media Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!